Servus und herzlich willkommen zurück zu Plucktail. Ganz langsam. Innocent. Ich glaube, das ist das letzte Mal, wo ich das heute sage. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich so an, als wären wir am Ende des Games. Nicht anhalten. Weiter. Hugo! Wo kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia. Denk nach. Also, wenn das Game jetzt dann wirklich vorbei ist... Ist das ein Dorf? Hier? Also, wenn das Game jetzt dann wirklich vorbei ist... Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Wie geht's dem Kleinen? Clairvy? Seid ihr das? Das ist ein Traum. Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Okay. Auf jeden Fall, wenn ich das Game jetzt durchgespielt habe, dann heute, dann habe ich es wirklich an einem Tag durchgespielt. Scheiße. Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan, dass ich an einem Tag das Game durchspiele. Aber egal. Amicia, ich habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius, seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich noch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht. Aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sieh selbst. Okay, okay. Hallo, Hugo. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Lass mich in Ruhe. Hugo... Wo bist du? Ich höre ihn doch. Das ist er. Ich will nach Hause. Hugo. Lass mich gehen. Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Ah, da habt ihr euch also versteckt. Amicia. Ich bin hier. Alles wird gut, Hugo. Es ist vorbei. Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört, sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Ich will aber da lang. Zurück!
Wenn sie das jetzt wirklich ist. Mama, wo bist du? Nein, Hugo! Da, sie ist da drin! Mama! Hör auf, das ist sie nicht! Nein, nein! Hugo, ich brauche dich! Ich komme, wo bist du? Das ist nicht Mama, Hugo! Mama, ich kann dich nicht sehen! Nein, nein! Haltet den Mund, lasst mich gehen! Getan. Und ich werde euch wieder töten. Ich werde euch alle töten. Nein, nicht jetzt. Hugo! Einfach durchlaufen. Was tust du? Das ist doch kein Ort. Sieh mir nicht nach. Fass sie nicht an. Nein, Hugo! Lauf! Weg von ihr! Ich höre jemanden. Es ist niemand da. Was ist das für ein Albtraum, bitte? Kapitel 14. Blutlinien. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle, nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Okay, okay, okay. Was? Ich spiele jetzt ihn? Er hat mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Oh, mein Kopf. Hört auf. Ruhe. Okay. Vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Menschen der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Bin schön klein. Da sieht man mich nicht. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Okay. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des rohen Episanguis schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Thank you.
Körper des Großinquisitors immer schon wieder. Oh. Hugo wurde entdeckt. Der Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Möge seine Seele dies unbeschadet überstehen. Ad Luke. Vorsicht! Okay. Hey, da unten! Das Destillat verdickt sich! Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Ich bräuchte eine Schleuder, die wäre ganz zum Vorteil. 20 Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich. Hat sich da etwas bewegt? Ich muss nicht. Oh, da ist eine gesessen. Hey, da unten. Das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Da drüben ist etwas. Ernsthaft? Wie soll ich an dem vorbeikommen? Hey, da unten! Das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Er schützt uns alle. Ich habe keine Angst. Und durch die Stadt patrouillieren sollen. Bist du auf der Liste? Ja. Ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses. Das wird ein Fest. Komm schon, sei mutig. Okay. Ich krieg keine Möglichkeit mehr, aus seinen Augen zu fliehen. Er versteckt mich. Verfluchter Episanguis-Dampf. Ich werde noch blind von dem Zeug. Ganz sicher. Verdammt. Ich kann nicht sehen, was es war. Wie? Er versteckt mich. Verfluchter Episanguis-Dampf. Ich werde noch blind von dem Zeug. Ganz sicher. Verdammt. Okay.
Der muss mal auf die Toilette. Es reicht. Ich verlange sofort Vitalis zu sehen. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monsignor, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr alle folgt... Oh, mein Kopf. Psst, leise. Auf eurem Rang solltet ihr Acht sein. Mama, wo bist du? Wahnsinn. Okay, es hat schon mal gespeichert. Da ist einer. Ah, da ist ja einer. Ich hab mir schon gedacht, was ist das Klimpern, bitte? Nein, er darf mich nicht sehen. Problem ist, er hört dich auch. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Rouen. Weiter. Sie sprechen über mich. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gautier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes. Die Prima Macula. Er hätte eingreifen sollen, am Rande der ersten Schwelle verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt. Meister oder Sklave, Ordnung oder Chaos. Aber wie können wir sicher sein? Das ist die Frage, ja. Die Forschungstexte von Beatrice de Rouen sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich... Zu früh. Hey. Die Forschungstexte von Beatrice de Rouen sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Bitte. Da. Ich hätte ihn nicht ausweichen können. Forschungstexte von Beatrice de Rouen sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Okay. Siehst du, Amicia, ich habe Mama gefunden. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein.
Vitalis. Was denn, Herr Gucci? Hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rouen. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rouen wieder bei Bewusstsein ist. Okay, ich muss ihm jetzt einfach nur noch folgen. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Was war das? Ich bin sicher, da drüben hat sich was bewegt. Rührt euch. Ad ignem. Ad lucem. Also, shit, falsche Richtung. Ja, da ist nichts. Da geh auf Zeiten jetzt. Es fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Hm? Na gut. Was ist... Wie soll ich an die... Ich muss länger warten, bis der vorbei ist. Okay. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach... Was? Da hat sich was bewegt, glaube ich. Ein Garten, der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Senor Nicolas, Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah. Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Ihr
Da geht's. No way. Schnell. No way. Kann dich jetzt nicht verloren haben. Oh nein, woanders lang, schnell! Hauptmann, man hat mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Das Kind hat sich heute Morgen selbst gestellt. Anscheinend gab es eine Meinungsverschiedenheit mit seiner Schwester. Ah, noch ein Junge, richtig. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges... Boah. Oh, hallo, Ratten. Sag mal, warum höre ich euch nicht wie die anderen? Transportieren und ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Die Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Hey, Kleiner, hilf mir. Nein. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alle zur Hölle fahren. Ihr und eure verfluchten Ratten. Okay. Okay. Genießt da ist die Ruhe. Der, hier geht Mama. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Das ist schrecklich. Okay, ich bin hinter ihm. Perfekt. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Ist es jetzt dein Scheiß ernst? Senior Nicholas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohnen. Geschieht ihr recht? So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur, aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Sie muss in der Nähe sein. Ach, bitte. Lasst mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Kerl. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Sch, ich muss meine Mama finden. Alchemistin? Oh, Gott, Güte, du solltest nicht. Er
Es ist gut, dass der sich nicht umdreht. Dass der nicht nach hinten schaut. Magistra Derun. Ja, zum letzten Mal werdet ihr mein... Oh! Gut, dass es kurz vorher gespeichert hat. Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Mama? Ah. Mama. Hugo? Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen, wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo. Haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Das kriegen wir hin. Gut, dann los. Geh. Okay, ich glaube, das wird doch eine Folge mehr als gedacht. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Kapitel 14, ja, immer noch. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.